So, das hier war meine Legion 3. Jetzt bin ich also hier. Und wenn ich den Solidus durchstoßen habe, dann bin ich einphasig fest. Alle Körner sind da. Sie haben ein reines Alpha-Gefüge. Bis zur Temperatur T3. Da haben Sie nämlich genau das gleiche wie beim letzten Mal. Da haben Sie auf einmal wieder ein Zweiphasengebiet. Alpha und Beta stehen miteinander im Gleichgewicht. Der Alpha-Mischkristall wird entlang der Entmischungslinie immer B-reicher, also Entschuldigung, immer A-reicher, B-ärmer. Und dieses A wird in den Beta-Mischkristall eingelagert. Das heißt, ein Teil meines Alpha-Mischkristalls geht über in einen Beta-Mischkristall. Sie haben also hier Ihre Alpha-Primärkörner und weil Sie ja schon im festen Zustand sind, wo soll denn das Ganze hin? Es gibt keine Flüssigfestreaktion mehr, das heißt, alle Reaktionen sind sehr langsam, das heißt, die A-Atome diffundieren sehr langsam in das B und umgekehrt. Und hier ist es auch so, dass sich dieses Beta ganz langsam als Korngrenzenbeta an den Korngrenzen ausscheidet. Also wie hier auch. Das war. Sie haben also eigentlich ein Alpha-Gefüge, an dem marginal an den Korngrenzen Beta zu erkennen ist. Ein solches Gefüge machen Sie sich zunutze, wenn Sie Legierungen härten wollen. Ja, denn Sie wissen, dass solche Ausscheidungen nicht immer nur an den Korngrenzen sein können, sondern wenn es gut läuft und ich geeignet abkühle, dann können meine Ausscheidungen von Beta tatsächlich auch in den Körnern liegen. Und welcher Härtungsmechanismus greift? Teilchenhärtung, Ausscheidungshärtung. Ja. Versetzungen, die wandern auf ihren Gleitebenen durch die Körner hindurch, müssen dieses ausgeschiedene Beta als Hindernis umgehen. Damit wird also der Verformungsprozess eingedämmt und die Festigkeit erhöht. Es kann sich also als Korngrenze oder als Korngrenzenphase niederschlagen. Wenn ich geschickt abkühle und Wärme behandle, kann ich aber auch ein solches Gefüge erzeugen. Also Legierungen, bei denen ich eine Entmischung habe, also eine Einphasigkeit im flüssigen, aber auch im festen Zustand, eine vollständige Löslichkeit, die dann bei noch tieferen Temperaturen entmischen, sind gut geeignet zur entsprechenden Aushärtung.